Die Karte mit der Rose lässt darauf schließen, dass Frau Melzers Geliebter in ihrem Krankenzimmer war. Niemandem ist das aufgefallen. Das bedeutet, der Mann gehört zum Klinikpersonal. Oder aber er hat sich als Arzt oder Pfleger ausgegeben. Hier in diesem Café verkehrt das Klinikpersonal. Da werde ich mich mal umhören. Sag mal, hast du gemerkt, wie unser Dr. Lindenthal um diese Frau Melzer so rumschwänzelt? Ja, ist mir auch aufgefallen. Ist sie Privatpatientin? Nee, das ist sie nicht, aber Dr. Lindenthal, der wird schon seine Gründe dafür haben. Was reden Sie da für dummes Zeug? Oh, Frau Lindenthal, gar nicht gemerkt, dass Sie auch hier sind. Mein Mann fühlt sich verantwortlich für das, was Birgit Melz auf seiner Station passiert ist. Darum legt sie großen Wert darauf, dass die Patientin optimal behandelt wird. Ja, klar. Wir hätten jetzt auch nicht so über Ihren Mann reden sollen. Entschuldigung. Allerdings. Frau Lindenthal, hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Mein Name ist Christian Vorländer. Ich bin der Anwalt von Frau Rudolph. Was gibt's denn? So wie es aussieht, hatte die Frau Melzer privat in ihrem Krankenzimmer Besuch von einem Arzt oder einem Pfleger oder jemanden, der sich ebenfalls als Krankenhausmitarbeiter verkleidet hat. Wie kommen Sie darauf? Ihr wurde eine Rose ans Bett gestellt. Sieht ganz nach einer Liebesbotschaft aus. Ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Außerdem arbeite ich nicht auf Station, sondern im Erdgeschoss in der Personalabteilung. Na, da kennen Sie ja alle Mitarbeiter. Frau Melzers Geliebter könnte der Täter sein. Ich bitte Sie, es liegt doch auf der Hand, dass Frau Rudolph sich an Frau Melzer rächen wollte. Aber wenn Sie weiter im Dunkeln rumstochern wollen, um Ihre Mandantin zu entlasten, bitte sehr. Wiedersehen. Wiedersehen. Im Anschluss sucht der Anwalt noch einmal das Gespräch mit der Kollegin von Birgit Melzer. Vielleicht ist der Verkäuferin doch noch etwas zu dem Liebhaber der 29-Jährigen eingefallen. Hallo. Hallo, Herr Vorländer. Schauen Sie mal, die wäre doch was für Sie, oder? Sie geben wohl nie auf, oder? Eine Frage hätte ich noch an Sie. Hat die Frau Melzer vielleicht mal erwähnt, dass ihr ominöser Freund in einem Krankenhaus arbeitet? Nee, sie hat nur gemeint, dass sie ihren Zorro nicht so oft sehen kann, weil der ab und zu Nachtschicht hat. Naja, das würde ja aufs Krankenhaus passen. Da wird ja 24 Stunden durchgehend gearbeitet. Was ist denn da hinten los? Ach, ist nur einer von unseren Stammkunden. Der ist ein richtiger Kostüm-Junkie. Hallo, Herr Vorländer. Ich hoffe, Sie finden das nicht albern. Ich bin Cosplayer. Und da ich ja morgen Geburtstag habe, habe ich gedacht, suchst du dir mal ein richtig besonderes Kostüm aus. Cosplayer? Ja, es ist, steht für Costume Play. Also Verkleiden für Erwachsene. Ja, so Comicfiguren, Manga-Figuren, Sci-Fi-Figuren, irgendwie sowas. Ah. Ist mein Hobby. Klingt ja wirklich lustig. Ja, ist es auch. Herr Vorländer, hätten Sie mal eine Minute für mich? Na klar, was geht's? Ich würde Ihnen gerne was erzählen, aber nur wenn ich Tina damit nicht schade. Ich unterliege der anwaltlichen Schweigepflicht. Sie müssen sich also keine Sorgen machen. Gut, das ist gut. Ich halte das nämlich auch nicht mehr aus. Als ich Tina das Alibi gegeben habe, da habe ich gelogen. Sie war gar nicht mit mir im Keller. Wo war sie dann? Sie sagt draußen frische Luft schnappen. Sie hatte Angst, dass ihr das keiner geglaubt. Deswegen hat sie mich gefragt, ob ich für sie lüge. Das hätten Sie nicht tun dürfen. Ja, ich weiß. Aber sie tut mir so leid. Seitdem Manfred tot ist, ist sie sowieso total durch den Wind. Was wollen Sie damit andeuten? Vielleicht hat sie sich ja doch zu so einer Kurzschlussreaktion hinreißen lassen. Trauen Sie Frau Rudolph die Tat zu? Ich weiß auch nicht mehr, was ich denken soll. Als Krankenpfleger Roger Peters später die Nachmittagsschicht antritt, wundert er sich, die Ehefrau des Stationsarztes im Schwesternzimmer anzutreffen. Frau Lindenthal, was machen Sie denn hier? Ich habe ein bisschen was Süßes mitgebracht. Ist allerdings nicht selbst gebacken. Ja, sieht lecker aus. Ja, jetzt denken Sie bestimmt, warum bringt die Zicke auf einmal Kuchen mit? Nein, sowas würde ich nie sagen. Ist schon okay. Ich war ja vorhin wirklich nicht gerade freundlich. Der Kuchen soll eine kleine Wiedergutmachung sein für Sie und Frau Lämmle. Okay. Ich habe überreagiert vorhin im Café. Es tut mir leid. Bei mir liegen die Nerven einfach blank. Das kann man noch verstehen.
Sie nehmen die Entschuldigung also an? Ja klar, jeder hat mal einen schlechten Tag. Außerdem hätten wir auch nicht so über Ihren Mann herziehen dürfen. Er ist schon der beste Stationsarzt, den wir je hatten. Ja. Also ich hoffe, der Kuchen schmeckt. Mhm. Tschüss. Tschüss. Was? Roger glaubt, dass ich Birgit Melzer mit einer Überdosis Morphin vergiften wollte. Explizit hat er das nicht gesagt. Aber Sie haben Ihren Freund um ein falsches Alibi gebeten. Ja, weil mir niemand geglaubt hätte. Ich habe mich gestern versucht, aus dem Staub zu machen während der Arbeitszeit. Ich war im Krankenhaus parkt und habe versucht, auf andere Gedanken zu kommen. Aber dafür gibt es halt leider keine Zeugen. Ist das wirklich die Wahrheit? Ehrlich, Herr Vorländer, ich bin unschuldig. Das müssen Sie mir doch glauben. Also gut. Aber da müssen Sie der Polizei die Wahrheit sagen. Wenn der Kommissar rausfindet, dass Ihre Angaben nicht zutreffen, dann ist Ihre Glaubwürdigkeit vollends im Eimer. Ja, ich denke drüber nach. Gibt es denn schon Hinweise, wer das Morphium in die Infusion gespritzt haben könnte? Nichts Handfestes. Aber wussten Sie, dass Roger Peters Stammkunde in dem Kostümverleih ist, wo die Frau Melzer arbeitet? Erzählt hat Roger nichts. Ich glaube ja, dass ein Krankenhausangestellter mit der Frau Melzer eine Beziehung hat. Und Sie glauben, Roger und Birgit Melzer haben was miteinander? Wäre möglich. Aber ich meine ja eher, dass der Herr Peters Sie liebt. Und das wäre auch ein Motiv. Also, dass Roger versucht hat, mir zuliebe Birgit Melzer zu bestrafen. Entschuldigung. Vorländer? Gut, Folgendes. Ich habe gerade noch einen Termin, aber ich komme dann gleich zu Ihnen, ja? Bis dann. Die Kollegin von Birgit Melzer hat den Rechtsanwalt angerufen, weil sie auf einen wichtigen Hinweis gestoßen ist. Hallo. Oh, gut, dass Sie da sind. Das Zorro-Kostüm da hat gerade ein Mann zurückgebracht. Und der hat in der Hosentasche ein Feuerzeug gefunden. Aber das war nicht seins. Das heißt, es muss dem Mann gehört haben, der das Kostüm davor ausgeliehen hat. Und das war Birgits Lover. Sind Sie sich da ganz sicher? Und dieses Kostüm wurde zwischenzeitlich nicht nochmal verliehen? Nicht, dass ich wüsste, nee. Haben Sie mehrere dieser Zorro-Kostüme im Sortiment? Nee, nur noch eins für Kinder und eins in Übergrößen. Dann kann es tatsächlich sein, dass der Freund von der Frau Melzer dieses Feuerzeug in der Tasche vergessen hat? Ja, ganz genau. Und schauen Sie mal her, da sind Initialen eingraviert. Und ich glaube, ich weiß auch, wem dieses Feuerzeug gehört. Ja, wem denn? Solange ich mir nicht ganz sicher bin, nenne ich lieber keine Namen. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich herausfinden könnte, ob ich richtig liege. Christian Vorländer will den Stationsarzt am Abend auf die Probe stellen. Auf dem Feuerzeug aus dem Zorro-Kostüm sind nämlich die Initialen NL eingraviert. Im Moment ist alles einfach viel zu viel. Wir haben das Haus gekauft, ständig Operationen. Und jetzt auch noch dieser Mordversuch an der armen Frau. Herein. Oh, Entschuldigung, störe ich? Herr Vorländer, kommen Sie rein. Danke. Was kann ich für Sie tun? Bis später, Nico. Wiedersehen. Ja, ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Ihnen in letzter Zeit an dem Verhalten von Roger Peters etwas merkwürdig vorgekommen ist. Nein. Wieso? Wird er verdächtigt? Ich gehe davon aus, dass der Täter jemand ist, der seine heimliche Affäre mit Birgit Melzer um jeden Preis geheim halten möchte. Und dass er hier aus dem Krankenhauspersonal stammen könnte. Und das würde ja auf den Herrn Peters passen. Naja, wir haben ja noch andere Mitarbeiter hier in der Klinik. Da haben Sie vollkommen recht. Und deshalb möchte ich Sie einfach bitten, dass Sie die Augen offen halten. Hm? Klar, das werde ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, das hätte ich fast vergessen. Das habe ich gestern aus Versehen eingesteckt. Dankeschön. Ich habe mich schon gefragt, wo es abgeblieben ist. Die Frage kann ich Ihnen beantworten. Sie haben Ihr Feuerzeug in Ihrem Zorro-Kostüm vergessen. Sie sind der Geliebte von Birgit Melzer. Haben Sie versucht, sie umzubringen, um zu verhindern, dass Ihre Frau von der Affäre erfährt? Herr Lindenthal, ich warte auf eine Antwort. Könnten wir bitte draußen weiterreden? Gerne. Frische Luft tut immer gut. Zur gleichen Zeit wartet Tina Rudolph ungeduldig auf ihren Kollegen. Hey. Na? Komm rein. Und, was gibt's so Dringendes, dass wir das nicht am Telefon machen konnten? Hast du was mit Birgit Melzer?
Was? Dein Ernst? Okay, ich leih mir ab und zu ein Kostüm von ihr, aber ganz ehrlich, das ist wirklich die absolut letzte Frau, mit der ich was anfangen würde. Das müsstest du auch eigentlich wissen. Ja, das dachte ich ja auch. Ich wollte nur sicher gehen. Ich meine, ich weiß ja, dass du eigentlich noch Gefühle für mich hast. Ja, aber wenn du das weißt, warum stellst du mir dann überhaupt so eine idiotische Frage? Hast du versucht, sie mir zuliebe umzubringen? Was? Frau Rudolf? Ja, was gibt's? Wir müssen Sie bitten, uns auf die Dienststelle zu begleiten. Warum das jetzt? Im Krankenhaus wurden Beweise gefunden, die Sie schwer belasten. Ja, ich komme mit, aber bevor ich was sage, möchte ich gerne mit meinem Anwalt sprechen. Wie kommen Sie darauf, dass ich der Geliebte von Frau Meltzer bin? Ihre Kollegin wusste, dass Frau Meltzer verliebt ist. Und zwar in den Mann, der sich das Zorro-Kostüm ausgeliehen hat. Aber da komme ja nicht nur ich in Frage. Nach Ihnen wurde dieses Kostüm nur ein einziges Mal ausgeliehen. Und zwar an den Kunden, der Ihr Feuerzeug darin gefunden hat. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie auch derjenige waren, der die Rose mit dem Herz ins Zimmer von der Frau Meltzer gebracht hat. Herr Lindenthal, Sie sind Arzt. Sie können jederzeit jedes Krankenzimmer betreten. Vielleicht hatten Sie Sorge, Ihren guten Ruf zu verlieren. Oder Sie hatten irgendeinen anderen Grund, warum Sie der Frau Meltzer was antun wollten. Ja, ich habe eine Beziehung mit Birgit. Aber ich habe nicht versucht, sie umzubringen. Verdammt, wir hatten uns sogar eine gemeinsame Zukunft ausgemalt. Aber dennoch haben Sie Ihre Beziehung geheim gehalten und Ihrer Frau nichts erzählt, oder? Ich bitte Sie, was würden Sie denn tun? Ich meine, wir kennen uns erst 3 Monate. Und ob Sie es mir glauben oder nicht, aber ich nehme auch meine Ehe ernst. Verdammt, das ist alles nicht einfach. Und jetzt versucht auch noch jemand, Birgit umzubringen. Unter diesen Umständen hätte Ihre Frau auch ein Motiv. Nein, Eva weiß nichts von meiner Affäre. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich habe mir sogar ein zweites Handy angeschafft für die ganzen Telefonate und SMS. Wo Handy? Entschuldigung. Frau Rudolph, was gibt's? Was? Sie sind schon bei der Polizei? Sagen Sie kein Wort. Ich bin gleich bei Ihnen. Herr Lindenthal, Sie entschuldigen, ich muss sofort los. Aber wir setzen unser Gespräch fort. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die Beweislast gegen die Mandantin von Christian Vorländer ist inzwischen erdrückend. Zumal die 29-Jährige auch ein starkes Motiv hat, Birgit Meltzer umbringen zu wollen. Ist das hier Ihre Jacke? Sieht ganz so aus. Wieso? Weil wir eben genau in dieser Jacke die verschwundene Medikamentenbestandsliste gefunden haben. Und die Jacke wiederum im Aufenthaltsraum Ihrer Station. Das kann nicht sein. Das Morphium, mit dem Frau Meltzer hätte umgebracht werden sollen, stammte von Ihrer Station. Und deshalb haben Sie diese Liste hier verschwinden lassen. Halten Sie meine Mandantin wirklich für so dumm? Wenn sie die Tat wirklich begangen hätte, dann würde sie doch diese Medikamentenbestandsliste nicht in ihrer Jacke auf der Station hier im Krankenhaus aufbewahren. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Und Ihr Alibi, das ist übrigens auch gegenstandslos. Eine Putzfrau hat Herrn Peters zum relevanten Zeitpunkt im Keller gesehen, als er sich um die Wäsche der Station gekümmert hat. Aber er war allein. Sie waren nicht dabei. Ich war im Park unterwegs. Aber ich wusste, dass mir eben genau das nicht glauben würden. Wenn Sie meine Mandantin weiß, dass das ein großer Fehler war. Aber ich gehe davon aus, dass der wahre Täter meiner Mandantin diese Liste untergeschoben hat, um sie zu belasten. Das ist ja ein netter Versuch, Herr Vorländer. Aber ich glaube Ihnen das einfach nicht. Frau Rudolph? Sie sind hiermit vorläufig festgenommen, wegen des versuchten Mordes an Birgit Meltzer. Und jetzt kommen Sie mit. Hören Sie, ich werde alles dafür tun, dass Sie so schnell wie möglich wieder auf freien Fuß kommen. Ich werde den wahren Täter finden. Ich habe in diesem Jahr schon so viel mitgemacht. Da überlebe ich das jetzt auch noch. Ich vertraue Ihnen, ja? Kommen Sie. Um herauszufinden, wer seiner Mandantin das belastende Beweismittel untergeschoben hat, will sich Christian Vorländer am nächsten Tag noch einmal im Krankenhaus umschauen. Guten Morgen, Herr Peters. Guten Morgen. Eigentlich wollte ich Sie fragen, ob Sie mir den Aufenthaltsraum zeigen können und wo dort die Jacken hängen. Ich habe ja gerade Pause, aber meine Kollegin Peter, die hilft mir bestimmt gern. Okay, danke. Aber Herr Vorländer, haben Sie eine Ahnung, was mit Tina ist? Ich meine, ich war ja gestern da, als die Polizei bei ihr aufgekreuzt ist. Ich reiß sie nicht mehr. Ich versuche dauernd, sie anzurufen. Die Frau Rudolph ist leider gestern vorläufig festgenommen worden. Warum das denn jetzt?
Man hat in Ihrer Jacke, die im Aufenthaltsraum hing, die Bestandsliste des Medikamentenschranks gefunden. Nein. Die Frau Rudolph hat auch keine Erklärung, wie diese Liste in Ihre Jacke geraten konnte. Und jetzt ist genau das eingetreten, was Sie befürchtet haben. Die Polizei hat herausgefunden, dass Frau Rudolphs Alibi falsch ist. Verdammt, die Arme. Tut mir leid, dass ich ausgerechnet an Ihrem Geburtstag keine besseren Neuigkeiten für Sie habe. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Na, danke. Ist das Geburtstagskuchen? Nein, den hat Frau Lindenthal gestern zum Empfang gestellt. Als Entschuldigung für ihren Ausraster im Café. Ach, tatsächlich? Ich war auch total verwundert. Die war auch total nervös. Ich denke mal, es ist ihr sehr schwer gefallen, sich zu entschuldigen. Waren Sie am Empfang, als die Frau Lindenthal den Kuchen gebracht hat? Nee, sie war schon da, als ich dahin gekommen bin. Allein. Dann hat sie mir den Kuchen gezeigt, hat sich entschuldigt und ist auch schon wieder gegangen. Und dann waren Sie allein? Ja. Das Gespräch mit dem Krankenpfleger hat bei dem Rechtsanwalt einen Verdacht geweckt. Kurz darauf macht sich dann auch bei Stationsarzt Nico Lindenthal Misstrauen breit. Hör zu, mein Schatz. Ich finde, wir beide sollten verreisen. Ich kümmere mich darum, dass du schnell Urlaub bekommst. Wozu arbeite ich denn in der Personalabteilung? Eva, warum willst du jetzt unbedingt verreisen? Weil wir beide dringend eine Auszeit brauchen. Und außerdem finde ich es total schön, wenn wir unterwegs irgendwo unser Ehegelübde erneuern. In der Karibik vielleicht oder in Paris. Eva, für sowas habe ich momentan überhaupt keinen Kopf. Bitte, überleg's dir doch noch mal. Nico Lindenthal hier. Haben Sie gerade einen Augenblick? Sicher. Worum geht es? Ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, was Sie mir gestern gesagt haben. Dass Eva eventuell ein Motiv hätte, Frau Melzer umzubringen. Aber Sie waren doch gestern fest davon überzeugt, dass Ihre Frau nichts von Ihrer Affäre mitbekommen hat. Ja, aber meine Frau klammert momentan extrem. Sie möchte sogar, dass wir unser Ehegelübde erneuern. Vielleicht hat sie doch irgendwie mitbekommen, dass Birgit und ich eine Beziehung haben. Sehr gut möglich. Ich habe eine Idee, wie wir herausfinden können, ob Ihre Frau etwas mit dem Anschlag auf Frau Melzer zu tun hat. Ah, und wie? Könnten Sie zu Herrn Peters Geburtstag eine kleine Kostümparty organisieren? Eine Kostümparty? Was soll das? Wir sollten uns treffen. Dann kann ich Ihnen alles ganz genau erklären. Sehr gerne. Bis dann. Um herauszufinden, ob seine Frau den Anschlag auf seine Geliebte verübt hat, will Stationsarzt Nico Lindenthal die 32-Jährige in eine Falle locken. Na, bist du ja endlich. Hey. Warum konnten wir uns nicht einfach im Krankenhaus treffen? Pass auf, es geht um eine kleine Überraschungsparty für Roger Peters. Du weißt schon, unseren Krankenpfleger. Der gute Mann hat heute Geburtstag. Und anscheinend ist er Cosplay-Fan. Was ist das? Cosplayer, das sind Leute, die sich sehr gerne verkleiden. Meist als Science-Fiction-Figuren. Aha. Jedenfalls ist der gute Kerl etwas durch den Wind. Wegen seiner Freundin Tina Rudolph. Die sitzt in U-Haft. Anscheinend hat sie doch versucht, Frau Melzer umzubringen. Siehst du? Habe ich doch von Anfang an gedacht. Ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich halte den Kerl etwas auf und veranstalte die kleine Kostümparty auf der Station. Was? Nach allem, was gestern passiert ist, willst du einen auf Karneval machen? Naja, wir haben noch was zu feiern. Frau Melzer ist aus dem Koma aufgewacht. Das ist ja großartig. Ja, und sie kann sich sogar erinnern, dass jemand zu ihr ins Zimmer gekommen ist und ihr etwas injiziert hat. Hat sie die Person erkannt? Nur sehr vage. Ja, aber ich denke mal, das wird mit der Zeit kommen. Jedenfalls geht es dir so gut, dass ich schon mitfeiern kann. Und das willst du erlauben? Ich denke schon, für eine halbe Stunde ist das kein Problem. Ich meine, sie ist auch Kostümfan und sie arbeitet im Kostümverleih. Sie hat mir sogar verraten, dass sie sich außergewöhnlich verkleiden wird. Als Schmetterling. Das ist ja großartig. Ja. Der Anwalt weiht derweil die Kollegin von Birgit Melzer ein.
Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich da mitmachen soll. Glauben Sie denn wirklich, das funktioniert? Ein Versuch ist es auf alle Fälle wert. Sie wollen doch auch, dass derjenige, der Ihre Freundin und Kollegin umbringen wollte, zur Rechenschaft gezogen wird. Ja, natürlich, aber... Ja, okay. Dann bin ich dabei. Aber nur, wenn da wirklich nichts passieren kann. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Polizei ist ja auch die ganze Zeit dabei. Als am Nachmittag die Kostümparty steigt, hofft Rechtsanwalt Christian Vorländer, dass sein Plan aufgeht. Vom Klinikpersonal ist nur der Arzt eingeweiht. Kautschuk oder was? Entzückend, nicht wahr? Und sehen Sie mal, passt sogar farblich zu meinem Pullover. Super. Auch was, Sukunaban? Okay. Mich wundert total, dass Frau Melzer wieder so fit ist, dass sie hier mit uns Party machen kann. Ja. Die moderne Medizin überrascht uns immer wieder, nicht wahr? Aber das ist auch gut so. So kann der Mordversuch bald aufgeklärt werden. Okay, und wie das? Ich denke mal, Frau Melzer wird sich bald an den Täter erinnern können. Boah. Jawohl. So, hier gleich der Becher. Dankeschön. Bitte. Die anderen natürlich auch. Ja. Klar. So, jetzt lernen wir uns also auch mal kennen. Was fällt Ihnen ein, mir meinen Mann wegzunehmen? Glotzen Sie nicht so mit diesem albernen Nachtfalter im Gesicht. Ich weiß alles. Ihr wart nicht so schlau, wie ihr vielleicht gedacht habt. Wie haben Sie das denn jetzt rausgefunden? Ich habe Nikos zweites Handy entdeckt. Im Handschuhfach. Als ich sein Auto zur Inspektion gebracht habe. Aber ich wollte Ihren Mann gar nicht wegnehmen. Wenn Ihr Mann Sie lieben würde, wenn er in einer glücklichen Beziehung wäre, dann müsst ihr ihn gar nicht fremdgehen. Bevor Sie sich an meinen Mann rangemacht haben, waren wir glücklich. Sie haben Nico den Kopf verdreht. Was, und deshalb wollten Sie mich umbringen? Ja! Können Sie das nicht verstehen? Mein Mann ist alles für mich. Ich konnte doch nicht zusehen, wie Sie ihn mir wegnehmen. Du bist doch total verrückt geworden, bist du! Wer sind Sie? Sie hat alles zugegeben! Das ist ein Missverständnis. Ich habe nichts getan. Leugnen ist zwecklos, Frau Lindenthal. Wir haben alles mit angehört. Wollen Sie das vielleicht mal kurz zeigen? Sie haben auch die Medikamentenbestandsliste in Frau Rudolfs Jacke gesteckt, damit der Verdacht auf Sie fällt, nicht wahr? Ja. Liebe ist eine Leidenschaft, die schön sein kann, aber auch Leidenschaft. Meine Mandantin Tina Rudolf wurde fälschlicherweise verdächtigt, diesen Anschlag auf Frau Melzer verübt zu haben. Dabei war es in Wahrheit Eva Lindenthal, die die Geliebte ihres Ehemannes umbringen und diese Tat meiner Mandantin in die Schuhe schieben wollte. Frau Lindenthal muss nun mit einer Anklage wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls im besonders schweren Fall und wegen falscher Verdächtigung rechnen. Sie erwartet eine langjährige Haftstrafe.